Ja, herzlich willkommen zum letzten thematischen Podcast in diesem Semester für dieses Seminar Diakone-Beschreibung der deutschen Sprache, heute zum Thema Neuhochdeutsch. Das Neuhochdeutsche wird in der Regel datiert von 1650 bis 1950. Wie Sie merken, fehlen da noch einige Jahrzehnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das liegt einfach an dem klassischen Periodisierungsschnitt von 300 Jahren. Einige Forscher setzen ab 1950 das sogenannte neuere Neuhochdeutsch an oder neueste Neuhochdeutsch an. Andere ab 1990 der deutschen Wiedervereinigung. Es gibt gute Gründe, sowohl das eine als auch das andere Datum zu favorisieren. Für Sie ist wichtig, dass Sie sich bitte auch für die Klausur im Hinblick auf die Klausur merken, dass das Neuhochdeutsche in der Regel von 1650 bis 1950 datiert wird. Alle anderen Fragen sind offen. Als Titel habe ich ihn ausgewählt, eines meiner Lieblingsbilder, muss man sagen, aus dem letzten Jahr, und zwar eine Überbeschilderung einer, man muss sagen, nicht vorhandenen Grünfläche, die man keinesfalls betreten soll. Die Ausdifferenzierung der Textsorten, die wir ab dem 16., 17. Jahrhundert als Signum für die sprachhistorische Entwicklung sehen können, geht mancherorts so weit, dass man die Loslösung vom menschlichen Körper, der Stimme, das wäre hier jemand, der die Menschen darauf hinweist, dass sie bitte die Grünfläche nicht betreten, und zwar die Ablösung vom menschlichen Körper in Beschilderung so weit treibt, dass das Ganze ad absurdum geführt wird. Ähnliches lässt sich auch zum Beispiel für die Beschilderung im Straßenverkehr sagen. Nicht umsonst spricht man mancher und mancher Zeiten vom sogenannten Schilderwald. Dieser Podcast wird im Sommersemester nicht, aber im Wintersemester sehr wohl eingebettet sein in die übliche dreiteilige Struktur. Das heißt, Sie bereiten sich bitte auf eine Übungssitzung vor mit der Lektüre in den betreffenden Einführungen. Das heißt, hier in der Geschichte der deutschen Sprache bei Wilhelm Schmidt. Bereiten Sie sich bitte mit dem Material des Readers vor. Nehmen diesen Screencast zur Kenntnis. Und in den historischen Kontexten habe ich hier nur wirklich Randnotizen mit aufgenommen, und zwar zum 19. Jahrhundert. In der Übungssitzung, das heißt dem Schritt Exercise, werden wir im Inverted Classroom an konkretem Material üben und abschließend in einer letzten Sitzung die Ergebnisse für das Neuhochdeutsche sichern. Die historischen Grundlagen fallen dieses Mal für das Neuhochdeutsche etwas komplexer aus. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, Ihnen einen Überblick über die Politik- und Diplomatiegeschichte zu geben. Möchte ich aber nur auf wenige Details tatsächlich ganz konkret eingehen, sondern vielmehr den Blick auf bestimmte Phänomene und aktuelle Entwicklungen lenken. Ausgewählt für den Beginn habe ich eine Abbildung eines Knaben mit einer Zeichnung, die uns furchtbar modern erscheint. Es ist nicht nur so, dass aus dem Knaben ein alter Mann, eine junge Frau oder ein Junge blicken kann, sondern es ist auch so, dass das Strichmännchen, das ist wer oder was auch immer das ist, in der Hand hält, man nicht in einer Zeichnung des 16. Jahrhunderts erwarten würde. Da denkt man an große Historiengemälde, Schlachtenbilder, Schlachtengemälde. Aber ein Zeugnis so aus dem Alltag gegriffen ist tatsächlich für das frühe 16. Jahrhundert eher untypisch. Also es öffnet unseren Blick auf eine Zeit, die schon durchaus mit unserer Moderne in manchen Fällen sehr viel gemein hat. Und es ist zugleich gefährlich, da eben doch nicht alles, was auf den ersten Blick so vertraut und alltäglich erscheint, sich in der Praxis als solches erweist. Das gilt vor allen Dingen für das 19. Jahrhundert, in dem viele Dinge, und das geht bis hinunter in die Begriffsebene oder bis hinunter in sprachliche Argumentstrukturen und Argumentationszusammenhänge, auch für die Text- und Diskurslinguistik oder auch für die Soziolinguistik, die uns auf den ersten Blick als klar verständlich erscheinen, auf den zweiten Blick doch einen ganz anderen Blick auf Wirklichkeit und Wahrnehmung von Wirklichkeit erlauben. Bereits in der Sitzung zum Frühneuhochdeutschen hatte ich über den 30-jährigen Krieg gesprochen, der einer der
wichtigsten und furchtbarsten Konfessionskriege in Mitteleuropa war. Man kann sich die Frage stellen, ob nicht auch andere Auseinandersetzungen politischer und militärischer Natur ähnliche Konsequenzen hatten. Und dem protestantischen Preußen wird gern eine gewisse Ablehnung gegenüber dem katholischen Habsburg oder Österreich nachgesagt. Ob dem so sei oder ob eine Kriegsentscheidung im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert darauf noch zurückgeht, ist vollkommen unklar. Zentral ist es der 30-jährige Krieg als Konfessionskrieg geführt worden ist. Sie sehen hier eine zeitgenössische Abbildung und zwar für den Anlass, nicht die Ursache des 30-jährigen Krieges, nämlich den sogenannten Prager Fenstersturz. Dieses Flugblatt ist abgedruckt in Peter Mildgers Publikation Der 30-jährige Krieg gegen Land und Leute. Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Maßgeblich prägende Gestalt im Europa des 17. Jahrhunderts, zur Zeit des Barocks und des Absolutismus. Er ist der Staat, wie er von sich selbst sagt, und Alleinherrscher, absolutistischer Alleinherrscher in Frankreich. Leuchtendes Vorbild für den europäischen Hochadel, der ihm nacheifert in allem, was er tut. Exorbitante Hofhaltung, Kameralismus, architektonische Großentwürfe, wie sie Europa bis zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen hat. Und die heute noch zum Glück unser kulturelles Erbe wesentlich bereichern. Er ist, hier habe ich stellvertretend ausgewählt, einer der Akteure im sogenannten spanischen Erbfolgekrieg. Das ist ein Krieg, der ganz Europa in einen Strudel reißt, um das Reich zum Glück einen Bogen macht. Und 1713-14 im Frieden von Utrecht den Stand vor dem Krieg wiederherstellt. Es ist wahrscheinlich mit einer der letzten großen Kabinettskriege auf europäischem Boden. Als nächstes habe ich ausgewählt eine kartografische Abbildung der Operationen im Siebenjährigen Krieg. Preußen gelingt es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und hier zuletzt im Siebenjährigen Krieg in der Mitte des 18. Jahrhunderts seine größten Konkurrenten, nämlich Österreich oder Habsburg und Sachsen, auszuschalten. Diese militärische Überlegenheit Preußens im 18. Jahrhundert führt dazu, dass Preußen als wichtigster Staat im Reich aufsteigt, politisch und ökonomisch dominiert. Und, das muss man auch dazu sagen, als Hort der Aufklärung gilt, also ein moderner Staat ist, der für die Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert bestens gewappnet scheint. Mit dem Aufstieg Preußens in Verbindung gebracht wird auch die Durchsetzung der Prestigevarietät des Norddeutschen, also das heißt die Ablösung des Meißnischen als Prestigevarietät im 17. Jahrhundert hin zum Norddeutschen im 18. Jahrhundert. Mir wichtig und wenig mit der europäischen Geschichte verbunden ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg in der Neuen Welt. Sie sehen hier den Tod des Majors Pearson, dargestellt von John Singleton Copley, in einer zeitgenössischen Darstellung. Warum ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg von zentraler Bedeutung? Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ist zunächst auch ein europäischer Krieg, nämlich zwischen Großbritannien und also den Vereinigten Königreichen und Frankreich. Und in die neue Welt werden die Konflikte, die in Europa nicht mehr ausgefochten werden, nachverlagert. Der nächste Krieg, der auf mehr oder weniger auf europäischem Boden ausgetragen wird, ist der Krimkrieg fast 100 Jahre später. Und alle Auseinandersetzungen zwischen den europäischen Mächten werden in anderen Bereichen der Welt ausgetragen. Hier in Nordamerika, ähnliche Beispiele werden wir im 20. Jahrhundert noch kurz ansprechen, deswegen habe ich das hier ausgewählt. Doch nicht nur die amerikanische Nation feiert ihre Unabhängigkeit, in Europa vollzieht sich wenige Jahre später die Französische Revolution 1789, ich werde jetzt darauf nicht im Detail eingehen können. Dieses Ereignis der Französischen Revolution macht den europäischen Eliten Hoffnung, nämlich Hoffnung auf Freiheit, tatsächlich eine Möglichkeit, sich aus dem absolutistischen Regimen zu befreien.
Diese Hoffnungen werden enttäuscht. Erstens in dem Terrorregime, das sich an die Französische Revolution direkt anschließt, und zum Zweiten durch einen kleinen Mann, so wird gesagt, der wenige Jahre später, nämlich ab 1792, in den sogenannten Koalitionskriegen fast ganz Europa unterwerfen kann und auch in Afrika aktiv, militärisch aktiv ist. Die Rede ist von Napoleon Bonaparte, der als Militär aufsteigt bis zum Kaiserruhm. Er lässt sich 1804 zusammen mit seiner Frau Josephine zum Kaiser krönen und macht damit auf einen Schlag das Heilige Römische Reich obsolet. 1806 wird das Reich aufgelöst und zwischen 1812 und 1815 gelingt es, Napoleon militärisch zurückzudrängen und den Vorkriegszustand wiederherzustellen. Eine ikonische Szene aus dieser Zeit ist sicherlich die Darstellung der Grenadiere im Schnee. Wie viele andere europäische Militärstrategen scheitert Napoleon am russischen Winter. Ich werde das für das 20. Jahrhundert nicht nochmal dezidiert ausbreiten und den katastrophalen Untergang des deutschen Heeres vor Stalingrad. Das soll bei dieser Erwähnung bleiben. Das nächste große Ereignis, das ich kurz thematisieren möchte, ist der Befreiungsakt aller Sklaven in den Vereinigten Königreichen 1833. Man kann sich aus europäischer Perspektive nicht vorstellen, was es bedeutet, was in der neuen Welt im Bereich aller Kolonien, aller europäischen Mächte an afrikanischen Sklaven gehalten wird, die dort unter unvorstellbaren Bedingungen und unvorstellbarem Leid leben. Häufig unterschätzt wird in seiner Bedeutung der Krimkrieg zwischen 1853 und 1650. Er ist der erste europäische Krieg, wenn nicht der erste Weltkrieg. Dort wird im Kleinen getestet, was dann im Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 grausame Gewissheit wird, nämlich der Einsatz von Massen an Mensch und Material für die Eroberung weniger Quadratkilometer Boden. Die meisten Soldaten sterben auf der Krim nicht in der Schlacht, sondern an epidemischen Krankheiten. So ist mit dem Krimkrieg der Name Florence Nightingale verbunden, unmittelbar verbunden, denn sie gilt als die erste moderne Krankenschwester, die sich auch besonders den Kriegsgefangenen und dem Lazarettdienst verschrieben hat. Hier abgebildet ist die sogenannte dünne rote Linie, Thin Red Line, eine möglicherweise bildgebend für unsere europäische Metapher von der roten Linie, die nicht überschritten werden darf. Ich habe dazu einen kurzen Artikel im Blog veröffentlicht. Schauen Sie danach, wenn Sie möchten. Nun mache ich einen großen und gewagten Sprung, nämlich über die komplette Geschichte des 20. Jahrhunderts hinweg. Ich werde Ihnen jetzt nicht im Detail den Ersten Weltkrieg noch einmal erläutern oder die Reichsgründung 1871, auch nicht die Machtergreifung Hitlers oder den Zweiten Weltkrieg. Entscheidend für das 20. Jahrhundert ist neben dieser deutschen Katastrophe wohl die Teilung Deutschlands und die Gründung zweier deutscher Staaten im Jahre 1949 und noch dramatischer die Einbindung dieser zwei deutschen Staaten in zwei unterschiedliche Verteidigungspakte, könnte man vorsichtig sagen. Das heißt, auf der einen Seite das Nordatlantische Bündnis NATO, auf der anderen Seite den Warschauer Vertrag oder wie er auch genannt wird, Warschauer Pakt. Im Kalten Krieg, der sich daran anschließt, erproben sich alle Großmächte, die Vereinigten Staaten und Russland, auf verschiedenen Kriegsfeldern mit katastrophalen Ergebnissen. Stellvertretend sei hier genannt der Koreakrieg 1950 bis 1953 oder der Vietnamkrieg von 1957 bis 1975. Auch der Afghanistan-Krieg, den die Sowjetunion führt, zwischen 1979 bis 1989, dürfte viele der Probleme, die wir heute haben, politischer Natur, erst hervorgebracht haben. Das Bild zu den Demonstrationen gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss
Von 1979 habe ich ausgewählt, weil er sowohl Ost- wie Westdeutschland gleichermaßen verbunden hat im Protest gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der BRD. Zum Hintergrund des NATO-Doppelbeschlusses sei so viel gesagt, es wurde hier, es war mehr oder weniger ein zweiteiliges Vertragswerk, das auf der einen Seite Verhandlungen der Kontrahenten vorsah, das heißt der NATO und des Warschauer Pakts. Sollten diese Verhandlungen nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen, wurde eine Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland vorgesehen. Da die Verhandlungen scheiterten, wurden Mittelraketen stationiert und dagegen protestierte dann die Bevölkerung, denn das Problem an der Stationierung von Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ist, dass die Reaktionszeit zu kurz gewesen wäre, um einen atomaren Angriff abzuwenden. Und man konnte nur mit einem atomaren Gegenschlag reagieren. Das heißt, Deutschland lebte ab diesem Zeitpunkt unter der permanenten Gefahr eines Atomkriegs. Das letzte Ereignis, auf das ich hin möchte, ist, finde ich, sehr berührend. Diese Darstellung, diese Skulptur, die ist geschaffen worden von Hildegard Leest und zwar bereits 1962. Ein Jahr nach dem Mauerbau in West-Berlin. Und diese Skulptur ist, finde ich, ein besonders schönes Beispiel dafür, wie man die Wiedervereinigung konzeptualisieren und schließlich auch darstellen kann. Das soll es gewesen sein mit dem kurzen Durchgang durch die historischen Grundlagen für das Neuhochdeutsche vom 17. bis zum 20. 21. Jahrhundert. Und nun möchte ich gerne einen Blick werfen auf die sprachhistorischen Entwicklungen zu dieser Zeit. Auch das mache ich ganz knapp und stichpunktartig. Ich werde jetzt nicht nochmal alle Details in Gänze durchgehen, sondern werde wenige Schlaglichter hier beleuchten, um Ihnen einen Eindruck von dem Verlauf der Sprachgeschichte zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert zu geben. Das 17. Jahrhundert hatten wir schon ganz kurz angesprochen. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass sich ein neues Sprachbewusstsein etabliert, das zugleich kulturpatriotisch aufgewertet und ausgebeutet wird. Und damit ist aber noch nicht verbunden der spätere Sprachnationalismus und Sprachpurismus, wie er uns ab dem 19. Jahrhundert entgegenschlägt. Das sei ganz deutlich betont. Für das 17. Jahrhundert nehmen wir noch an, dass es eine ostmitteldeutsche Prestigevarietät gibt, das Meißnische, auf die Luther sehr starken Einfluss hat. Es gibt überall im Reich Sprachgesellschaften, von denen die fruchtbringende Gesellschaft die wohl einflussreichste ist, die sich der Spracharbeit an der Sprachrichtigkeit des Deutschen widmen. Und Deutsch etabliert sich nach und nach als Wissenschaftssprache. Als sprachliche Besonderheiten waren in dieser Zeit ausgezeichnet die zunehmende Standardisierung, vor allen Dingen die Variantenreduzierung der Schriftsprache, das heißt im Bereich der Graphematik. Und ein Ausbau der funktionalen Varietäten. Auf lautlicher Ebene sind die Monophthongierung und Diphthongierung kennzeichnet, auf syntaktischer Ebene die Stabilisierung der Satzklammer. Im 18. Jahrhundert hat das Deutsche bereits den Rang als Literatur- und Wissenschaftssprache und setzt sich auch als Fachsprache in anderen Bereichen durch. Es lässt sich beobachten, dass sich bestimmte Textsorten zunehmend stabilisieren, vor allen Dingen in denen des Rechts und der Ökonomie, und dass die Korrespondenzen im Bereich der Diplomatie, Politik, im Handel und im Rechtswesen zunehmend an Formularen orientiert sind, die bereits an neuzeitliche Texte oder Texte des 20. Jahrhunderts erinnern. Lohnenswert ist meiner Meinung nach einen Blick zu werfen in dieser Zeit. Also vom 15. bis zum 18., 19. Jahrhundert auf sich etablierende und stabilisierende Stadtordnungen und Stadtrechte. Im 19. Jahrhundert, das sei hier mit vier Schlagworten aufgerufen, nämlich der Alphabetisierung, der Urbanisierung, der Demokratisierung und der Säkularisierung, zu denen ich ganz kurz etwas sagen möchte. Alphabetisierung. Wie Sie wissen, gibt es die Steinhardtenbergschen Reformen in Preußen am Beginn des 19. Jahrhunderts und damit verbunden ist auch eine Schulreform, die zur Schulpflicht führen wird. Schulpflicht wird deshalb eingeführt, damit man die Eltern zwingt, ihre Kinder in die Schule zu schicken.
nicht um die Kinder zu gängeln. Die Folge ist ein Alphabetisierungsschub und ein Leseschub, die zur Lesewut führen wird. Das heißt, dem ernsten Besorgen von Pädagogen, dass ihre Jugend an dem Lesen von Romanen den Geist verdirbt. Ähnliche Diskussionen kennen Sie vielleicht jetzt im Moment aus den Bereichen des Web 2.0. Das sei gesagt, eine gesunde Medienkritik hat dem Medium noch nicht geschadet und auch nicht den Menschen, die es benutzen. Demokratisierung, wie Sie wissen, finden zahlreiche Demokratisierungsschübe. Zunächst könnte man davon sprechen, dass die Französische Revolution Demokratisierungsschübe einleitet. Es gibt das große leuchtende Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Nach dem Wiener Kongress 1815 haben wir eine Phase der Reformation, nicht der Reformation, der Restauration. Und dann ab 1830 mit dem Demokratisierungsschüben in der deutschen Studentenbewegung bewegen wir uns sehr stark auf 1848 und die Märzrevolution in das Frankfurter Paulskirchenparlament und so weiter werden dann wieder erstickt von dem preußischen Hegemonialstreben und der Reichsgründung mit der Festlegung des Zentrums auf Berlin mit einer konstitutionellen Monarchie 1871. Zur Säkularisierung, das ist ein Signum der Epoche, das gerne angesetzt wird. Das hat im Wesentlichen seinen Einfluss auf die Entwicklung von Kultur- und Geisteswelten in Bezug auf die Etablierung von neuen Wert- und Wertehorizonten und Wertsystemen. Das müsste man sich im Detail anschauen, möglicherweise in einem spezifischen Seminar zum 18. und 19. Jahrhundert, sei hier nur als Stichwort aufgerufen. Für die sprachliche Entwicklung zentral ist die Entwicklung der Presse- und Pressesprache, das sogenannte Zeitungsdeutsche, und ganz zentral die Normierungsdebatte in Bezug auf die deutsche Sprache, die ab 1871, kann man sagen, mit wenigen Vorläufern einsetzt und zunächst die Orthographie erfasst, die bis zum Beginn oder bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, muss man sagen, also 1906 durchgeregelt ist. Und dann auch die Orthoepie, also das heißt die rechte Aussprache betrifft. Im 20. Jahrhundert ist deswegen das Stichwort der Normierung noch einmal aufgerufen. Sprachregulierung können wir für die deutschen Diktaturen unter Hitler und die in der ehemaligen DDR festmachen. Dezentralisierung insofern, als dass man sagen kann, dass es keine typischen Sprachzentren gibt, die mit ihrem Prestige nach außen strahlen und als Leitvarietät des Deutschen zu gelten haben. Des Weiteren differenzieren sich die kommunikativen Bezugsbereiche aus. Es findet ein Fachsprachenausbau statt. Die Dialekte entwickeln sich aufgrund der höheren Mobilität und der Urbanisierungstendenzen der Bevölkerung langsam zu Regionalsprachen. Die Sprachregulierung in den deutschen Diktaturen ist schon angesprochen worden. Zwischen 1945 und 1900 1989 lassen sich sprachliche Sonderentwicklungen in den beiden deutschen Staaten ausmachen, die aber wahrscheinlich nicht zu so etwas führen wie die Sprache der DDR oder die Sprache der BRD, sondern die sich in einfachen lexikalischen Merkmalen ausdrücken. Zum Beispiel, das hatten wir jetzt im Seminar Forensische Linguistik, Plastetüte und Plastiktüte. Plastetüte sagt man im Osten. Damit ist mit einem letzten Überblick auf die Prestigevarietäten und die Thesen von den regionalen Zentren der Entstehung überregionaler Sprachformen, sei dieser sprachhistorische Überblick abgeschlossen, der hier noch einmal zur Wiederholung eingeführt ist. Und ich möchte jetzt mit Ihnen noch ein kurzes Beispiel besprechen, nämlich die Frage der Begrenzung sprachlicher Zeichen durch Übertragungsmedien. Dazu, ich werde mich nicht so weit aufschwingen zu sagen, dass das Medium die Botschaft sei, aber ich möchte ganz kurz einen Blick werfen auf das, was auf eine der Diskussionen, die heute geführt wird, in populistischen Kontexten verdirbt die Kurznachricht die Grammatikkompetenz der Jugend. Das ist so plakativ herausgesagt. Ich glaube, dass das Unsinn ist, und werde Ihnen jetzt ganz kurz einige linguistische Argumente liefern, weshalb
man nicht befürchten muss, dass durch übermäßigen Konsum und Gebrauch der Short Message ein Verlust der Grammatikkompetenz damit einhergeht. Zunächst etwas zur Frage der Begrenzung. Begrenzungen sind zunächst technische Regulierungen, die hier gemeint sind. Das heißt, hier werden Übertragungsmedien so eingesetzt, dass der Gebrauch von Sprache selbst als Übertragungsmedium nur beschränkten Raum hat. Erstes typisches Übertragungsmedium dieser Art ist das sogenannte Telegramm. Die Telegrafie entwickelt sich aus der optischen Telegrafie, den ersten Versuchen im 18. Jahrhundert und dann standardmäßig im 19. Jahrhundert und der Durchsetzung der elektrischen Telegrafie zur Mitte hin des 19. Jahrhunderts. Nur ein Datum, Samuel Morse entwickelt den Schreibtelegrafen 1837, den er nochmals verbesserte. Erste Funkübertragungen gibt es erst am Beginn des 20. Jahrhunderts. Zur flächendeckenden Nutzung der Telegrafie, der elektrischen Telegrafie, war ein komplettes und sehr komplexes flächendeckendes Netz an Telegrafenstationen notwendig, die praktischerweise als Fernmeldeämter mit der Post verbunden sind. Es mussten Telegrafen ausgebildet werden auf separat eingerichteten Telegrafenschulen und ab 1850 erfolgt dann eine Öffnung des militärisch genutzten Telegrafennetzes für die Öffentlichkeit, zum Beispiel in Preußen. Das relativ kostspielige Fernmeldenetz, wie man an diesen Ausführungen möglicherweise feststellt, macht das Telegramm zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit. Das, was ich Ihnen noch zeigen möchte an einem weiteren kurzen Telegramm, doch zunächst hier zu diesem. Das ist ein Telegramm, das nach dem Untergang der Titanic gesendet worden ist. Das lese ich Ihnen ganz kurz vor. Titanic gesunken, gerettet an Bord von Carpathia, Guardline, vollständig mittel- und kleiderlos, Alfred. Aber wenigstens überlebt. Das nächste Telegramm, was ich Ihnen zeigen möchte, möchte ich schon hinleiten auf die sprachlichen Besonderheiten des Telegramms, die Etablierung des sogenannten Telegrammstils, der sich durch knappstmöglichen Einsatz sprachlicher Mittel auszeichnet, elliptische Satzstrukturen, weitestgehend den Verzicht auf orthografische Regeln, graphematische Besonderheiten und besondere sprachliche Muster aufweist, wie zum Beispiel eine sehr starke Tendenz hin zur Nominalisierung, Beispiel Ankommen am 3. 3 Uhr. Klaus. Daneben werden übliche Abkürzungen, die in der Standardorthographie geführt sind, verwendet. Und das Beispiel hier lautet: Wir kommen heute Abend an, Hauptbahnhof 22:20 Uhr, Wilfried. Das Telegramm ist abgesetzt am 23.12., das heißt am Tag vor Weihnachten. Da möchte wohl jemand nach Hause kommen und kostete Wilfried 11,20 Mark. Das ist ein recht hoher Preis, wie man an dem Beleg sieht, und führte dazu, dass das Telegramm tatsächlich nur sehr selten und in Notfällen eingesetzt worden ist und abgelöst wurde durch den sogenannten Short Message Service. Die Abkürzungskultur, die hier Einzug gehalten hat, ist im Wesentlichen geprägt durch den sogenannten Internet Relay Channel, das heißt ein Chat-Tool, eine Chat-Software, eine Chat-Möglichkeit, die sich etabliert im Bereich des Internets. Von dort her stammen eine Vielzahl der Abkürzungen, die auch im Short Message Service oder in den Short Messages Verwendung finden. Im Deutschen ist es so, dass natürlich diese Short Message Telegramme abgelöst hat. Es ist so, dass die letzten Telegramme, dass Sie heute keine Telegramme mehr versenden können. Hier sind einige Beispiele für die Abkürzungskultur aufgenommen. Auf der einen Seite haben wir da Akronyme, das heißt, es sind Anfangsbuchstaben oder Anfangssilben von Wortgruppen oder eines Kompositums. Hier zum Beispiel typischerweise EG für Evil Twin. Komplexere Abkürzungen: Too Fast for You, Too Late for You oder auch YOLO, You Only Live Once. Das ist so eine Mottoabkürzung. Kann man sentenzartig unter eine Nachricht stellen. Üblicherweise werden
komplexe Abkürzungen in dem Kontext verwendet. Typisch auch inflexive, das heißt Verbstämme ohne Konjugationsendung, wie Kicher oder Lach, um Emotionen auszudrücken. Und daneben ein großer und wichtiger Bestandteil der Chatkultur oder Chatabkürzungen, die dann auch Einfluss auf die SMS-Sprache haben, sind die sogenannten Emoticons, also das heißt die Verwendung von Smileys, sagt man auch, das heißt den umgedrehten lachenden Gesichtern, die mit Satz, Interpunktionszeichen und Klammer gebildet werden, und den komplexeren japanischen Emoticons, für die man den Kopf nicht zu drehen braucht. Diese Emoticons haben sich von dort aus verselbstständigt und es ist heute keineswegs mehr so, dass etwa der Smiley, der gebildet wird aus Semikolon, Minus, also Bindestrich und Klammer, Ironieanzeige, sondern quasi hinter jeder Nachricht steht und dass man deswegen schon wieder überlegen muss oder andere Formen beobachten kann, wie sich dieses Abkürzungszeichen oder dieses Anzeichen für Ironie, dieser Ironiemarker verändert und andere Formen annimmt. Worauf ich damit hinaus will, dass es offensichtlich immer Formen gab, die oder Übertragungsmedien gab, die den Platz für sprachliche Zeichen begrenzten. Und zwar aus ökonomischen Gründen. Das heißt, Sie können zwar 1000 SMS abschicken, bezahlen damit möglicherweise aber fast mit Ihrem Leben, zumindest mit der Hälfte Ihres Monatseinkommens. Und das ändert sich mit Twitter. Twitter ist ein Microblogging-Dienst. Die Tweets sind selbst auf 140 Zeichen begrenzt. Und auch hier werden natürlich bestimmte sprachliche Abkürzungstechniken übernommen. Allerdings kostet ein Tweet sie nichts. Das heißt, das sprachliche, die Abkürzungskultur selbst oder das Sprechen auf 140 Zeichen oder Schreiben auf 140 Zeichen wird quasi zu einem besonderen Merkmal einer Kommunikationskultur über einen Microblogging-Dienst. Tweets können anders als Kurznachrichten an ein disperses Publikum adressiert werden. Das ist ein zentrales Merkmal der Massenkommunikationsmittel. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, inwieweit sich die Massenkommunikationsmittel mit dem Web 2.0 verändern und wie sie sich wechselseitig beeinflussen. Dafür gibt es noch ganz andere Phänomene, die man aufschließen müsste. Tweets können vernetzt werden mittels eines Tagging-Systems. Sie können in andere Publikationsformate integriert werden, das heißt in Twitter-Walls oder als Twitter-Widgets auf Blogs und so weiter. Und sie können rasch, sehr schnell geteilt werden. Welche Konsequenzen das hat? Twitter existiert seit 2006, bekam die Weltöffentlichkeit eigentlich das erste Mal mit im sogenannten arabischen Frühling, der die ganze Welt in Atem hielt, als die Kommunikationsnetze abgestellt worden sind, die Telefone, und man sich weitestgehend nur noch über Twitter und Facebook mit der Welt in Verbindung setzen konnte. Welche Wucht dieser demokratische Aufbruch in Libyen über die sozialen Netzwerke erzeugte, ist bisher beispiellos. Anderes Beispiel in dieser Art war die Wahl im Iran vor wenigen Jahren, als es zu ähnlichen Protestwellen kam. Allerdings führte das, wie Sie wissen, leider nicht zum Erfolg. Schließen möchte ich den Podcast mit einem literarischen Tweet. Der Witz ging Lisa nicht mehr aus dem Kopf. Sie musste sich das Lachen verkneifen, versuchte stillzusetzen. Konzentriert malte Da Vinci. Die Tiny Tales von Florian Meinberg zählen zu den kleinen Kunstwerken, sprachlichen Kunstwerken, die auf Twitter möglich sind. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, einige davon zu lesen, online oder auch offline. Denn einige Tweets von Florian Meinberg sind in gedruckter Form erhältlich. Informieren Sie sich einfach bei ihm auf seiner Website oder auf seinem Twitter-Profil, wo Sie das Buch erwerben können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und verabschiede mich für diese Woche und für dieses Seminar. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten einiges aus den Screencasts ziehen. Es hat Ihnen zur Vorbereitung auf die jeweiligen Themen und Sitzungen geholfen. Und bis dahin oder bis zum nächsten Seminar. Tschüss.